Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Bürgerinnen und Bürger im Saal und im Stream. Herr Kruse, Sie hatten eben angemerkt, dass wir nur über vorliegende Anträge hier diskutieren. Ich lasse dann auch mal das Thema sichere Herkunftsstaaten weg. Das würde, glaube ich, sonst ausufern. Trotzdem, Frau Dücker hat eben darauf hingewiesen, wir behandeln hier zwei Anträge, die eigentlich sehr wenig miteinander zu tun haben. Ich verstehe nämlich nicht, warum wir über die Flüchtlingsaufnahme in Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit einem Antrag sprechen, der ein Bundesaufnahmeprogramm für irakische Flüchtlinge fordert. Aber vielleicht wollen Sie mit diesem großherzigen Appell an die Bundesregierung auch nur von dem dünnen Inhalt Ihres Flüchtlingsaufnahmegesetzes ablenken. Natürlich ist es gut, dass wir in dieser Woche gleich mit mehreren Anträgen über die Flüchtlingskrisen in NRW und eben auch in der Welt reden. Heute und morgen tun wir das hier im Landtag. Aber reden alleine hilft nicht. Bereits letztes Jahr haben wir über das Flüchtlingsaufnahmegesetz hier im Plenum gesprochen. Unter dem Eindruck einer der vielen schlimmen Tragödien vor Lampedusa möchte ich daran erinnern. Es war der 3. Oktober 2003. Fast 400 Menschen ertranken damals und wir waren alle sehr erschüttert. Eine Änderung in der Flüchtlingspolitik, eine neue Konzeption, wie wir es in einem Antrag nannten, schien möglich. Wir alle waren uns einig, dass es ein Weiter-so nicht geben darf. Und Sie versprachen Reformen, liebe Landesregierung, auch in NRW. Und nun legen Sie abermals ein Flüchtlingsaufnahmegesetz vor, das lediglich eine Anpassung der Landeszuweisung an die höheren Flüchtlingszahlen enthält. Wo sind Ihre Vorschläge, wo die Initiativen? Herr Minister Jäger, Sie haben letztes Jahr in der Debatte gesagt, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, Menschen eine menschenwürdige Unterkunft zur Verfügung zu stellen, ist Aufgabe dieses Landes und dazu kann es keine zwei Meinungen geben. Ende des Zitats. Es war eben schon angesprochen, aber ich muss noch mal darauf hinweisen, dass ich nicht verstehe, wie Sie es dann zulassen konnten, dass in Ihrer Heimatstadt Duisburg eine Zeltstadt zur Unterbringung von Flüchtlingen geplant und aufgebaut wurde. Die Nutzung der Zeltstadt konnte letztlich nur verhindert werden, weil die Kirchen eingesprungen sind und nicht das Land. Die Kirchen haben Wohnungen gestellt. Das Land hat da keinen Beitrag zu leisten. Und nun denkt Duisburg über die Unterbringung von Menschen in Schrottimmobilien nach. Das darf alles nicht wahr sein. Denn auch bei der verzweifelten Suche nach Unterbringungseinrichtungen müssen doch humanitäre und menschenwürdige Standards berücksichtigt werden, Konnexität hin oder her. Und es geht hier um die Menschenwürde, und die ist kein deutsches Recht, sondern ein Menschenrecht. Frau Dücker, Sie sagten uns im letzten Jahr, nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist vor dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Sie versprachen uns, dass Sie bei der Wiedervorlage des Flüchtlingsaufnahmegesetzes unsere Anregungen aufgreifen würden. Wir haben mittlerweile zwei Anträge mit sehr guten Vorschlägen hier in der Beratung und auch eine Anhörung gemacht, wo die Forderungen nach dezentraler und humaner Unterbringung in Wohnungen besprochen worden sind. Die Experten haben uns rundweg bestätigt und so viele gute Argumente und Vorschläge für eine Neukonzeption der Flüchtlingsaufnahme geliefert, dass sie doch nur eins zu eins die Dinge übernehmen müssen. Aber nichts steht im Gesetzentwurf drin. Dieser Gesetzentwurf zum Flüchtlingsaufnahmegesetz ist meiner Meinung nach nur ein erneutes Zeichen für die Bankrotterklärung der rot-grünen Flüchtlingspolitik. Ja, so muss ich das sagen. In der nächsten Sitzung des Innenausschusses beraten wir ja auch auf unsere Initiative hin über das Aufnahmesystem des Landes. Das läuft nun auch schon seit 2 Jahren im Notbetrieb und ist jetzt aktuell wieder völlig zusammengebrochen. Im Moment herrscht offensichtlich das reinste Chaos. Aus Dortmund haben wir die Meldung, dass dort Menschen vorgestern die Nacht in den Fluren der Ausländerbehörde verbracht haben. Mehrere Busse mit Flüchtlingen aus Nordrhein-Westfalen sind Anfang der Woche in Hessen in der dortigen Erstaufnahme in Gießen aufgetaucht. Völlig ohne Anmeldung, ohne Erstversorgung und hungrig waren die Menschen. Die Helfer dort hatten bis tief in die Nacht zu tun, um die Menschen notdürftig zu versorgen. Eine ordentliche Aufnahme und Beratung ist so sicher nicht möglich und ich finde es unerträglich, was wir den Menschen dieser Tagen und Wochen auf der Flucht oft auch aus Krisengebieten und Kriegsgebieten sind, dann hier durch fahrlässige Planung auch noch antun. Und Herr Kruse, dass wir von einer Flüchtlingswelle überrollt werden oder ähnliche Superlative, ich mag das nicht mehr hören.
Vor 22 Jahren haben wir mit ca. 440.000 Flüchtlingen fast dreimal so viele Menschen hier bei uns untergebracht wie aktuell heute. Und das war auch möglich. Die Verantwortlichen für solche Meinungsmache-Meldungen, die sollten sich wirklich schämen. Und als mittlerweile zweitgrößter Waffenexporteur der Welt haben wir zudem auch eine besondere Verpflichtung für die Flüchtlingsaufnahme aus Kriegsgebieten, glaube ich. Auf die Vorschläge nach dem Bundesaufnahmeprogramm für irakische Flüchtlinge möchte ich nur kurz eingehen. Ich empfehle meiner Fraktion beide Anträge, also auch den FDP-Vorschlag zur Erweiterung, um ein Landesprogramm anzunehmen und appelliere, bei einer möglichen Umsetzung nicht die gleichen bürokratischen Hindernisse aufzubauen und einzubauen wie beim Aufnahmeprogramm für die syrischen Flüchtlinge. Denn die Menschen brauchen jetzt die Hilfe und nicht erst in 12 Monaten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.